Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Germanen. Und ja, im letzten Teil haben wir, was haben wir denn gemacht? Wir haben eine ganze Menge gemacht. Wir haben wieder gegen viele römische Armeen gekämpft, haben Ariminum eingenommen. Und jetzt wollen wir uns mal so langsam hier Richtung Süden fortbewegen. Vielleicht nochmal was gegen die Scipionen unternehmen. Oder den Julian hier drüben das Handwerk legen. Das könnte auch noch eine interessante Option werden. Also ich schlage hier vor, dass wir... Moment, wir bauen hier noch weiter Einheiten, wenn ich das richtig sehe. Ja, ganz genau. Die Bruti werden hier gleich wahrscheinlich Patavium angreifen. Es wäre natürlich jetzt wünschenswert, hier unten ein Schiff zu haben. Ich denke aber mal, mit so einer Armee bestehend aus Axtkämpfern, also Elite-Axtkämpfern sogar, Speerträgern und Elite-Bogenschützen und einer halbwegs passablen Kavallerie, können wir die aber aufhalten. Und dann haben wir auch in 3 Runden hier unseren heiligen Kreis des Donar fertig und können dann auch hier unten Berserker rekrutieren. Das wird halt endgeil. Ja, was könnte noch passieren, dass die Spanier uns den Krieg erklären? Das ist durchaus noch möglich. Ich gehe aber jetzt nicht unbedingt davon aus. Was ich ganz gerne machen würde, wäre halt vielleicht noch hier irgendwie so eine römische Armee bestechen. Aber jetzt vielleicht nicht unbedingt die hier. Ja, irgendwie sollten wir hier nochmal rausgehen aus der Stadt. Lauf mal hier rüber. Ja, das ist ein niedriger Steuersatz. Okay. Vielleicht lassen wir tatsächlich eine Einheit noch da drin. Ich bin mir noch gerade nicht so sicher. Häuptling. So eine Einheit Axtkämpfer vielleicht. Oder können wir... Ne, wir können nicht weit genug, ne? Das ist schade. Wir könnten aber hingehen und eine Einheit Speerträgerbande aus Segesta abziehen. Das ist vielleicht eher sinnvoll. Dann machen wir es so. Lass mal eine Einheit Speerträgerbande noch in Rimini. Also Ariminum ist halt Rimini, ne? So, wir stellen uns hier oben hin. Ach, guck mal hier, jetzt gibt es auch hier Söldner. Aber barbarische Kaff, weiß ich nicht, ob ich die... schon will. Vielleicht nehmen wir sie, damit sie die Römer nicht kriegen, aber ist jetzt vielleicht auch nicht so sinnvoll. 6 Einheiten Kavallerie, 2 Einheiten Schwerträger, da geht doch bestimmt noch was. Da geht doch noch mehr. Sollen wir noch eine 7. Einheit Kavallerie dazu nehmen? Ach, warum nicht, hä? Dann haben wir halt echt ultra die krasse Kavallerieeinheit hier am Start. Ja, hier bauen wir weiter Truppen ohne Ende. Solange die Julier sich auch hier nicht über die Brücke trauen, soll mir das recht sein. Caralis werden sie ja noch kontrollieren, denke ich mal. Also hier sehen wir ja auch, dass es hier rot ist, Sardinien, ne? Ja, gehört also den Julier. Nächste Runde wird hier eine Einheit angegriffen. Ich hoffe mal, dass die Scipion oder dass Augustus, irgendwie der Hauptmann hier, dass sie da stehen bleiben. Und dann greifen wir dort an. Ja, dann werden uns die Bruti dort angreifen. Vielleicht kommt auch nochmal eine Bruti-Armee hier rüber. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. So können wir hier immer schön die... Armeen der Brutii ausschalten und unser Gebiet hier sichern. Wir bauen jetzt mal noch so ein paar Infanterieeinheiten, schicken die dann nachher noch hier hoch, wo der Hauptmann Arca momentan steht. Und wir müssen natürlich weiter vorstoßen und hier noch gegen Hauptmann Arafates kämpfen, einen skythischen General, der wahrscheinlich noch seine Hauptstadt hier jetzt, das Alani-Lager, verteidigen will. Ja, aber ansonsten stehen wir eigentlich ganz gut da. Ach so, dich habe ich vergessen, ne? Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ah, guckt hier, da ist er schon wieder. Da gibt es also jede Runde Double Trouble. Ich werde jetzt aber diese Brückenschlachten hier nicht mehr zeigen, weil das einfach komplett uninteressant und unspektakulär ist und nur unnötig Zeit für diese Let's Plays braucht. Ich werde mal hier verteidigen und bin dann gleich wieder da. So, die Bruti haben es jetzt wohl... geschafft, hier unsere Berserker zu stellen. Wie sie das geschafft haben, weiß ich jetzt nicht. Also er muss ja dann hier drumrum gelaufen sein. Aber eure Streitmächte locken eine Armee der Bruti in einen Hinterhalt. Euer Hinterhalt ist gescheitert. Der Feind kann sich in Ruhe auf die Schlacht vorbereiten. Ja, super. Dann ziehen wir uns mal aus der Schlacht zurück. Okay, wunderbar. Er hat jetzt noch nicht mal hier die Bruti, das sind auch so faule Schweine. Der ist noch nicht mal hingegangen und hat wirklich hier diese Rebellen aufgerieben. Das ist doch nicht wahr, oder? Eieieiei. Da oben steht er jetzt. Naja, aber vielleicht nehmen wir die Berserker echt noch dazu. Wir müssen mal gucken. Nee, ist jetzt nicht dein Ernst, jetzt stehen die Römer da. Okay, gut. Dann schicken wir dich mal gerade nach Ariminum. 78%, nach Aretium meine ich. Sind meine ganzen Spione eigentlich hin? Zu Diensten. Der kommt nicht mehr rein, schade. Ja, dann gehen wir nach Mediolanum.
Ja, Meister. Ich will mal aus. Ach, hier, drei Hilfstruppen, das ist ja gar nichts. Vielleicht können wir auch noch irgendwann hier diese Straße blockieren, also diese Brücke hier. Wäre ja irgendwie geil. Komm, da ist so bestimmt auch einer drin, ne? Ja, Meister. Beobachte und lausche. Herr? Suche nach. Komm, Capo erschickt. Ah! Könnten auch bald mal hier unten da den Hauptmann Nero angreifen und dann die Senatsarmee rauslocken. Ansonsten greifen wir hier auf der Furt an. Das könnten wir auch machen. Ich denke mal, hier wird sich die römische Armee zurückziehen, wenn wir angreifen. Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen für uns. Machen wir mal gerade hier Baubericht und das ganze Zeug. Bauen wir die Mauer aus. Nix hier. Oh, warte mal, das Gütenlager hat nur noch so wenig Einwohner. Dann machen wir gerade den Schwellsatz auf niedrig. Ach, ich glaube, da habe ich auch die Bevölkerung ausradiert. Meine ich zumindest. Okay. Bevor wir das hier jetzt alles machen. General, Bewegung! Jetzt tun wir hier weiter runter. General. Geh doch mal hier hin. Stoßt vor! Befehle! General! Stoßt vor! Häuptling! Bewegung! Wir können mal hier rüber gehen, dann werden wir hier die Brücke gleich besetzen. Mit dem Bogenschützen, da müssten wir eigentlich auch was hinkriegen. Gut, haben wir einen Spion entdeckt? Ach, der ist entkommen. Ach, ist ja ein Ding. Okay, diplomatische Informationen. Darkin und Julia im Krieg. Waffenstillstand mit den Galliern. Okay. Okay. Ja, wir haben es ja jetzt eigentlich auch, das nur so als kleine Einstellung. Wir haben es ja eigentlich auch jetzt fast eher so gemacht wie die Kimmern und Teutonen, die ja die Römer in Angst und Schrecken versetzen. Zweites, drittes Jahrhundert vor Christus. Als die mehrmals über die Alpen gekommen sind, ach nee, Quatsch, das war erstes Jahrhundert vor Christus, ne, mit Marius und so weiter. Der Marius hat ja die Kimmern und Teutonen zurückgeworfen und die sind ja mehrfach über die Alpen drüber und haben hier versucht, Landnahme zu betreiben, also hier zu siedeln. Das wollten die Römer ja nicht unbedingt haben. Sind also mehrfach von ihnen geplündert worden. Das erinnert jetzt so ein bisschen an die Taktik der Kimmern und Teutonen, wie wir das jetzt hier gerade machen. Ja, dann nimmst du mal die wieder hier rein. Können wir da fortbilden. Genau, hier einmal normal fortbilden. Wir kriegen irgendwie keine neuen Söldner mehr. Schade. Um den Hauptmann Skylurus kümmern wir uns jetzt gar nicht großartig. Ich denke mal, das ist eher unwichtig. Befehle! Vorwärts! Wir können nicht weiter! So, wir holen uns jetzt erstmal einen gescheiten Anführer. Weiter geht es nicht. Wenn dann die Hauptstreitmacht der Skythen da drüben abfangen, wenn es geht. Ja, sowas um den Dreh rum, das müsste doch ganz gut klappen. Wir brauchen auch hier noch ein paar Truppen, definitiv. Das sieht aber ganz gut aus. Habe ich noch irgendwas an Rebellen, was ich ausschalten muss? Nicht so wirklich. Das geht leider nur da oben lang, ne? Ja, komm, dann werden wir die Truppen hier fortbilden.
Ja, dann bereiten wir uns mal gerade vor auf so eine epische Schlacht, ne? Schließe mich an. Befehle? Zerstören! Fürchtet uns! Okay, wir machen das folgendermaßen. Ja, wir hätten ja mal Glück haben können. Aber ich meine, was sind schon. Wir haben jetzt mehrfach hintereinander über 70% Chance gehabt, dass die Tore offen stehen bei einer Stadtbelagerung und wir haben noch nie Erfolg gehabt damit. Oder ich glaube einmal, ich weiß es gar nicht. Ich denke mal, wenn man nur 30% Chance hat, sind die Chancen irgendwie größer oder sowas. Ja, dann greifen wir jetzt doch am besten hier den Hauptmann Appius an. Brauchen wir noch Kavallerie? Wir könnten noch ein bisschen Kavallerie gebrauchen, aber Infanterie brauchen wir auch. Eine zweite Full-Stack-Armee ist halt schon wichtig hier drüben. Okay, greifen wir Hauptmann Appius an. Oha, oha, oha. Da sind keine Fernkämpfer dabei. Da dürften wir wieder richtig, richtig was wegmetzeln können mit unseren Berserkern und unseren Axtkämpfern. Der Tag bricht an. Er wird blutig sein. Aber wir kamen nicht, um vor Blut davonzulaufen, sondern um zu kämpfen. Und merkt euch vor allem eins: Unsere Vorväter sehen uns zu. Sorgt dafür, dass sie sich nicht schämen müssen. Oha, hier können wir aber echt jetzt eine richtig breite Front aufbauen. Das gefällt mir ganz gut, aber ich muss wirklich sagen, ich hab's nicht gerne, wenn die Axtkämpfer außen stehen. Ich hab die lieber zentral. Dann schicken wir jetzt auch noch hier unsere Berserker hin. So, jetzt sind wir hier noch wahnsinnig viele Bogenschützen. Den Plänklermodus machen wir mal aus, aber wir machen die Brandpfeile an. Das würde ich doch gerne ausnutzen. So, dann brauchen wir noch die Kavallerie. Die stellen wir erstmal noch hier hinten auf, aber wir werden mit denen noch mehr machen müssen. Ein Stück hier rüber. Also zusammen mit den Brandpfeilen müssen die Berserker wirklich verheerend wirken. So, wir gruppieren das nochmal gerade. So, die Römer jetzt mal ausnahmsweise ohne Verstärkung in Italien unterwegs. Hier mit den Turbofiletes. Schaut mal, wie schnell die sind. Das ist normale Geschwindigkeit. Das ist der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ja, für alle von euch, die das schon mal gesehen haben bei mir mit dem Julia Let's Play, da bin ich ja auch kurz darauf eingegangen, warum diese Felites so eine Wolfsmütze hier aufhaben. Das war wohl früher wirklich so, dass die Felites solche Fellmützen aus Tierhaut trugen, damit man sie in der Schlacht besser erkennen konnte. Das nur so am Rande. Wir müssen eigentlich schon bald hier in Reichweite sein. Die Hastati können wir sogar schon treffen. Ich werde die Bogenschützen auch jetzt schon mal einsetzen, um hier die Moral der Einheiten schon mal nachhaltig zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen, besser gesagt. Ich muss mal gerade langsamer machen, weil es gerade ein bisschen laggt. So, die Kavallerie ziehen wir jetzt hier auf die Seite. Und die übrige Kavallerie ziehen wir jetzt hier auf die Seite. Jetzt muss ich auch mal gerade gucken,
Wir müssen noch ein bisschen Zeit haben. Aber ich denke, wir können die Gruppe hier jetzt schon mal auflösen. Und den ersten Angriffsbefehl setzen. Die leichten Hilfstruppen, das sind aber auch so Plänkeleinheiten, ne? Ja. Ihr kümmert euch mal um diese Felites-Gladiatoren. Oder, ja, sowas, ja doch. Es müsste eigentlich ganz gut klappen. Hier schicken wir euch noch drauf. Und euch schicken wir jetzt hier drauf. Und ihr könnt jetzt schon mal kreischen. Die Berserker setzen wir jetzt hier in den Amok-Modus. Ich muss pausieren, weil es gerade ruckelt. Rennt jetzt bitte. Ja, das scheint da also wohl hier ein paar Angriffsbefehle noch. Da hat er, glaube ich, ein paar Angriffsbefehle gesetzt. Ja, gut, aber jetzt mit der Kavallerieunterstützung dürfte das doch gehen. Ja, hier schlagen wir doch schon einiges in die Flucht. Verluste können wir hier auch wohlwollend in Kauf nehmen. Da hören wir jetzt auch schon die ersten Rückzugsbefehle. Der feindliche Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Ja, sehr gut. Unsere Krieger würden eher sterben als. Ich muss jetzt nochmal hier pausieren. Ich schicke die mal direkt nur in den Nahkampf. Vielleicht können wir damit noch ein paar Einheiten aufreiben. Da sieht man also auch, dass die Felites uns nicht wirklich viel entgegensetzen können. Da fehlt doch noch ein General, wollte ich doch sagen hier. Genau, du greifst mal die leichten Hilfstruppen an. Jetzt zu fliehen. Alles hinterher schicken. Ja, sehr gut. Fortsetzen. Also, ja, was wollte ich sagen? Ihr wisst ja, dass Moral bei diesen Total War-Spielen ja echt alles ausmacht und alles ändern und jeden Schlachtverlauf drehen kann. Und das hat man jetzt hier auch wieder gesehen. Die Felites da, die müssen wir auch gar nicht, und die leichten Hilfstruppen, die müssen wir gar nicht alle aufreiben. Aber wir kümmern uns hier echt um einiges. Hier wirklich viele Truppen vernichten. Das wird für die. Ja, Mist, da sind jetzt noch ein paar entkommen, aber das wird für die Bruti wirklich eine teure Schlacht. Ja, wir reiben auf so viel wie geht. Und das war's dann. 2509 zu 89. Das ist doch eine sensationelle Quote. Gucken wir uns die Verluste an. Dann haben wir verloren bei den Elite-Axtkämpfern 31, 35 und 14 bei der Speerträgerbande und nochmal 17 bei den Elite-Axtkämpfern. Aber warum ist jetzt auch wieder eine wichtige Frage? Warum verlieren wir da Einheiten? Weil wir die sehr offensiv eingesetzt haben und die kriegen natürlich Pile ab, wenn die anstürmen. Aber wir sehen auch hier wieder die Verluste. Ihr seht also, die haben am meisten Einheiten auch aufgerieben, oder was die Adelskavallerie, ne, waren die Elite-Axtkämpfer, ne, 362.
357, also das ist schon sehr, sehr krass. Wie sah es denn bei den Berserkern aus? 149, haben wir noch nicht mal eine Einheit verloren. Das ist das Coole bei den Berserkern, mit 2 Lebenspunkten sind die auch richtig, richtig zähe Hunde. Okay, dafür gibt es so bestimmt nochmal ein Merkmal, ne? Mhm. Guter Kommandant. Und einen Römerüberläufer bekommt er. Schön. Dann machen wir mal gerade Folgendes. Reiben wir doch noch schnell die Rebellen hier auf. Verlasse die Armee! Zerstören! Sieg! Sieg! General! Befehle, General! Die bilden wir auch nochmal schnell hier fort. Ach, da waren noch 108 drin. Ah ja, krass, okay. Quicksave mal kurz und mach mal ein Auto-Merge. So, und dann haben wir hier diese und diese. Die ziehen wir mal zurück. Die werden wir hier auf jeden Fall fortbilden. General! Und ich denke, mit denen können wir jetzt auch mal hier vorstoßen gegen diese ganzen Bruti-Siedlungen hier auf der Seite. Ansonsten, Lass uns mal hier ein Schiff bauen auf der Seite. Vielleicht brauchen wir noch eine Unterstützung, wenn wir gegen Rom kämpfen. General! Gut. Wird aber alles fortgebildet. Jawohl. Ich denke mal, das Schiff könnte noch was bringen. Dann sparen wir vielleicht ein bisschen, obwohl der Landweg hier ist auch recht kurz. Aber vielleicht brauchen wir hier auch eine Flotte. Also vielleicht können wir jetzt ja mal hier eine Flotte aufbauen. Oben in der Nordsee und so, da lohnt es sich ja nicht wirklich. In der Ostsee lohnt es sich auch nicht. Da können wir mit den Piraten, die sich da rumtreiben, eigentlich noch ganz gut leben. Warum ist denn in der... Ach, der ist wieder dieser gallische, ne? Der ist der gallische Überspion. Ja, ja, okay. Dann bauen wir mal zumindest noch einen normalen. Vielleicht finde ich ihn ja irgendwann doch mal. So. Ja, du wolltest hier runtergehen. Sofort. Weiter geht es. Damit wir bei Zeiten dort noch ein paar Einheiten bestechen können, falls noch mal welche hinkommen. Ja, wir holen uns jetzt mal, komm, wir holen uns jetzt mal einen Diplomaten und machen dann Thrakien nochmal einen Vorschlag. Bysas der Ehrliche. Naja, da wollen wir mal hoffen, dass er ehrlich ist und mit uns jetzt nicht irgendwie direkt einen Krieg anfängt. Ich glaube, das war's auch eigentlich schon. Viel mehr haben wir jetzt hier in der Runde nichts zu tun. Wir belagern ja Aretium, wir machen hier unten Politik der kleinen Schritte, aber bauen hier eine Full-Stack-Armee nach der anderen auf. In Ariminum bauen wir noch nichts. Das geht natürlich gar nicht. Dann bauen wir zumindest noch eine Speerträgerbande. Ja. Okay, da ist der nächste Spion drin in Capua. Da kommt jetzt eine Senatsarmee, die uns hier aufhalten will. Da sollten wir es schaffen. Er hat jetzt ausnahmsweise auch mal Fernkämpfer dabei. Vor denen müssen wir natürlich aufpassen. Und das war die Armee, mit der er Aretium gesichert hat. Okay, wir machen die Schlacht auf jeden Fall. Ich speichere das aber vorher mal auf jeden Fall noch. Und da können wir uns dann auch mal für so eine große Schlacht anhören, was unser General zu sagen hat. Jetzt auf sehr schwer hier 2 große Römerarmeen ausschalten, das ist schon nicht ganz so einfach. Aber wir werden das schaffen. Die Götter wissen, wir wollten diesen Krieg nicht. Die Götter kennen unser Herz. Und die Götter wissen, dass der Feind verdammt ist. Heute feiern die Krähen. Doch sie werden das Aas unserer Feinde verzehren. Tod, 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 Tod.
Okay. Dann hole ich mir gerade einen Kaffee. Sieht ja aber ganz cool aus. So von der Optik her. Okay. Ich habe mir schon mal einen Schluck Siegeskaffee geholt. Ich denke mal, der Weg führt auch hier eigentlich eher durch die Mitte. Ich habe jetzt also nichts dagegen, hier eher frontal zu kämpfen. Berserker nehmen wir ein bisschen zurück. Ich glaube, wir gehen auch diesmal gar nicht hin und benutzen Brandpfeile. Also ich glaube, wir brauchen heute keine Brandpfeile. Okay, also unser General führt dieses Kavallerieregiment an. Und unser anderer General, unser Mann der Stunde, der führt dieses Kavallerieregiment an. So. Gruppier das mal bitte. Und dann gehen wir noch ein bisschen nach vorne. Ich denke, hier ein frontaler Angriff auf die Senatsarmee ist hier vielversprechend. Okay. Die Senatsarmee. Der Feind fürchtet ist ja auch hier die einzige Truppe, die. Egal, die Toten zählen wir nach dem Sieg. Über eine erwähnenswerte Fernkampf Streitmacht verfügt. Die anderen haben ja gar keine Fernkämpfer. Wir bringen unsere Kavallerie auch in Stellung. Ihr dürft jetzt immer rennen. Ich muss gleich pausieren, um die Angriffsbefehle zu geben. Ab, ist klar. Okay. Ihr macht jetzt ein bisschen langsam, während der Rest durchaus rennen darf. Upsala. Wir schauen uns mal ganz kurz hier das an, wie das aussieht. Das sind Kohorten. Das sind auch einige Triarier dabei. Hastati sind nicht gefährlich. Die Bogenschützen, da müssen wir halt schon ein bisschen aufpassen, meine ich. Ah, die Samniten, da müssen unsere Berserker ja voll reinhauen eigentlich. Mhm. Wir ziehen die Kavallerie hier hoch auf den Hügel. Pausieren bitte. Jetzt müssen wir auch hier die Gruppe auflösen. Genau, ihr macht jetzt mal den Kriegsschrei. Und du kannst schon mal direkt hier in den Kampfrausch gehen. Und du auch. Und du kannst in die Phalanx. So, und die Bogenschützen. Feuern auf die Bogenschützen. Er hat auch noch keinen Schuss abgegeben, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Upsala. So, ich brauche den Rest von meiner Kavallerie jetzt.
Ich hatte die vorhin eigentlich in die Phalanx geschickt. Das macht mein Kavallerieangriff da oben. Das ist ein Zeichen. Der römische Anführer flieht. Oh. Das war jetzt ja mal auch eine ganz andere Ankündigung. Jetzt kam hier, das ist ein Zeichen. Schick, schick. Okay, gut. Wie sieht's hier denn aus? Nee, nicht die ganze Adelskavallerie. Vielleicht nicht unbedingt den General. Genau, ihr kümmert euch jetzt mal um die Felites. Ihr kümmert euch um die Triaria. Zerrüttet, ne? Jawohl, flieht in Panik, nichts wahrnehmend, etc. Bla bla. Gut, gut. Schieß mal hier drauf. Was haben wir da? Ach, da haben wir den General schon erwischt. Ah ja, sehr gut. Dann greif doch mal du auch den General an. Ich glaube, die Felites müssen wir jetzt nicht so dringend verfolgen. Die Felites flüchten, die samnitischen Gladiatoren. Ja, die müssen wir eigentlich gleich auch noch erwischen. Samniten sind nicht ganz so ohne. Kannst du nicht mit denen hier irgendwie noch in den Rücken chargen? Schlagen wir seine schwachen, mir seine wimmernden Soldaten in die Flucht. Okay. Halt, halt, halt. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Haben wir es denn geschafft? Wir rennen uns da jetzt schon wieder hinterher. Okay, so. Oh, ho, ho, was kommt denn da? Da knubbelt es sich aber. Okay, wir nehmen die Phalanx hier rüber. Bogenschützenbande. Ich schieß mal auf den römischen General. So. Dann nehmen wir die Speerträgerbande. Keine Ahnung, am besten auch mit hier runter. So, wir sind jetzt meine ganzen Axtkämpfer. Die brauchen wir eigentlich hier. Einheiten, Einheiler, vorstoßen! Standardformation! So, ja, das ganze Geschnatter hier gerade, das ist ganz, ganz fürchterlich. Wer schießt denn da noch auf mich? Irgendjemand hat ja noch auf mich geschossen. Die Bogenschützen-Hilfstruppen waren das dann, glaube ich. Ja, dann opfern wir diese Kavallerieeinheit, um die zu erwischen. Dann mach du mal gerade noch die Ballisten platt. Und ihr macht mal noch gerade hier den Gen-Freck. Wobei, ja, da kommt jetzt bestimmt gleich der Berserker auch dazu. Heerführer flieht wie ein Mädchen. Dies ist ein großer Der römische Heerführer ist Der ziemlich tot. Der römische Kommandant ist tot und seine Männer fürchten sich nun. Das ist kein Kampf mehr. Es ist eine Jagd. Eine Feiglingsjagd. So, ich muss mal gerade pausieren. Ich verliere hier auch an einer Stelle irgendwie ziemlich viele Berserker. Und ich sehe auch gerade nicht genau wo. Ach, hier.
gegen Triaria? Echt, sind die das? Ja, das sind die. Die anderen. Die stehen da irgendwie, das sieht... Ach, okay, gut, die kämpfen da beide auf dieser Seite, alles klar. Barbarische Kavallerie. Axtkämpfer. Ach, die sind schon da unten zugange. Toll. Kavallerie. Okay. Dann kämpfen wir jetzt direkt weiter. Barbarische Kavallerie. Bewegung, Bewegung. Du reitest hier hinten rein. Wir müssen hier gucken, dass wir die Prinkeps da rausholen. Was macht mein General? Barbarische Kavallerie. Autsch, das hat wehgetan. Das war nicht beabsichtigt hier. Okay, nochmal pausieren. Wie sieht es da drüben aus? Bogenschützenbande. Mal die Legionärskohorte platt, die Hastati. Genau, die frühe Legionärskohorte. Und die Burschen hier. Ah, da sind die Hunde am Start. Okay, deswegen. Ja, du hast hier da hinten einen schönen gemütlichen Tag gemacht. Du greifst die Felites an. Ja, also wenn die AI Princeps spielt, muss man immer aufpassen. Bei Princeps hat man eigentlich keine Chance mit Kavallerieeinheiten. Ich will jetzt aber hier die Kavallerie mit dazu nehmen. Der feindliche Kriegsherr ist tot. Eure mutigen Krieger erschlugen ihn. Ah, stopp mal gerade, ja. Mhm. Da entkommen zu viele. Naja, okay, gut, werde ich die Stadt halt nochmal ganz regulär belagern. Oder wir machen es dann automatisch eben. Flüchten die? Ja, flieht, zerrüttet in Panik und so weiter. Gut. Hier müssen wir mal gucken. Ich glaube, die Berserker sind da schon auf dem Weg, ihn aufzumischen. Kavallerie. Kümmert sich noch um die. Wir wollen ja hier ein gutes Schlachtergebnis präsentieren können. Komm, nimm nur noch die Hastati da hinten. Okay. Bewegung, Bewegung! Bogenschützen. Ja, die Römer da drüben flüchten auch alle, wenn ich das richtig sehe. Gehst auch hier mal direkt mit dazu. Nimm hier den hier noch dazu. Ich brauche schon einen Doppelklick. Ja, ihr seht's hier, die Prätorianer, die machen hier die Kaff platt. Ah, jetzt doch nicht mehr. Es ist kein Kampf mehr. Es ist eine Jagd. Eine Feiglingsjagd.
Ja, es sind leider dann doch viele, die entkommen. Aber wir haben auch insgesamt, wir haben auch viele Einheiten erwischt, denke ich. So, wir schauen nochmal gerade auf der Karte, aber ich denke, da hat jetzt sonst nichts überlebt, ne? Ah, das sind unsere Jungs. Da ist nur ein Samnit. Okay. Ja, dann bitte Vollspeed. Boah, Leute, das ist so unübersichtlich, ey. Oh Gott im Himmel. Wie soll denn das bei Rome 2 werden mit 40 Einheiten? Ach du meine Fresse. Okay, also wir haben 3700 Mann besiegt. Ja, das ist immerhin fast alles, was sie aufs Feld geschickt haben. 230 Mann haben leider überlebt, aber bei uns immerhin 1773. Schauen wir kurz in die Kill-Statistik rein. 274 beim Kriegsherr, 156 bei der Kaff, 207 bei der Adelskaff. Also da ist richtig viel rumgekommen dann. Barbarische Kavallerie 327, 266. Elite-Axt-Kämpfer 227 und Elite-Axt-Kämpfer 245. Barbarische Kavallerie 233. Die Berserker 150 und 173. Also sehr wenige Kills eigentlich. Aber das Interessante ist, denke ich, dass die hier die Moral der gegnerischen Einheiten gebrochen haben. Und dass wir deswegen sehr gut verfolgen konnten. Wir werden Herrscher. Ja, Aretium ist damit auch frei und gehört jetzt uns. Da ist nochmal hier unser Kollege von früher. Wir werden herrschen. Bevölkerung ausradieren, bitte. Ja, klar, warum nicht? Der Odell von Mediolanum, der darf auch mal eine Runde adoptieren. Was haben wir hier? Tempel der Keres. Ja, das ist nicht so schön wegen dem Bevölkerungswachstum. Aber gut, wir können ganz viele Einheiten fortbilden. Das ist doch eine feine Sache. Ach ne, guck mal hier. Hauptmann Deonoro. Es ist doch so ein Beschiss, oder? Jetzt kommen die Spanier schon hier mit einer Fullstack an und wollen mich platt machen. Ich glaube, die haben echt ein Ei am Wandern, also wirklich. General. Ja. Okay, die Berserker werden wir auch noch fortbilden. Ja, das da klappt. Ja. Oh, bei den Axtkämpfen haben wir echt viele verloren. Die müssen wir fortbilden, definitiv. Ja. Warte mal, da waren da irgendwo 114 General. Und ein paar und 80. Bei der Kaff gucke ich mal, ob ich die hier fortbilde, aber die Bogenschützen werde ich wohl hier fortbilden. Häuptling. So. Häuptling. Die 50 schicken wir mal nach Ariminum. Die können wir nämlich hier fortbilden. Und dann holen wir noch eine Speerträgerbande dazu. So, mal Nachträuber nehmen. Gucken wir mal gerade. Schlachthof verbessert den Angriff. Kampf ist in Wäldern verängstigend. Feindliche Infanterie kann nur guter Kampf ist gute Ausdauer. Schnelle Fortbewegung. Rüstung 4. Rüstung 1. Weißt du was? Wir bleiben mal bei den Axtkämpfern, weil die gehen so schön schnell. Und die dauern ja nur eine Runde.
Nein, warte, macht man hier noch so eine Elite-Schützenbande? Gut, dann haben wir da auch noch eine Menge Kohle geschaffelt. Geschaffelt. Ich denke, den Römer greifen wir hier an. Den Römer werden wir auch noch angreifen. Das sind aber vielleicht Schlachten, die man nicht unbedingt präsentieren muss. Schauen wir erstmal hier, Ortschaft wächst. Juvavum, schön. Da gibt es dann direkt mal hier so ein Gebäude. Für die bessere Verwaltung. Kleinstadt wächst. Lemonum. Das kriegt auch das Verwaltungsgebäude. Widerstand ist zwecklos. Diplomatische Informationen haben wir. Es gibt jetzt wieder Krieg zwischen dem Senat und Gallien. Das ist für mich ganz, ganz erquicklich. Weil die Römer dann auch wieder, der Waffenstillstand wird nächste Runde wieder aufgelöst mit den Scipionen. Das ist ganz gut. Die Römer sollen ruhig im Krieg mit den Galliern bleiben. Das gefällt mir. Und ich hoffe, dass sich die Idioten hier gleich wieder verpissen. Das Gute ist, es ist nur eine Einheit Stierkrieger drin. Ja, ich habe gar nicht mit nackten Fanatikern gekämpft. Warum nicht? Ich glaube, die waren mir einfach zu teuer. Und die Phalanx-Einheiten haben es mit der Kavallerie in Kombination eigentlich mehr gerissen. Das war eigentlich noch irgendwie cooler. Das hat irgendwie noch mehr gebracht. Ja, komm hier, das Teil. Dann haben wir hier den Rekrutierungsbericht, der ist egal. Weiteres Merkmal für unseren Agenten. Rundenbericht ist okay. Unsere Einheiten sind echt günstig. Befehle? Vorwärts! Es geht nicht weiter! Herr, vorwärts! Schließe mich an! Es geht nicht weiter! Vorwärts! Ja! Ich würde echt sagen, wir nehmen auch noch hier die Briten einen Bogenschützen mit, die schicke ich hier runter. So eine Kavallerieeinheit ist immer ganz gut, wenn man die dabei hat. 1, 2, 3 und dann 4. Hier haben wir auch 4. Ich glaube, das genügt auch eigentlich. Bauen wir noch 2 Speerträgerbanden. Das könnte ganz gut sein mit 4 Phalanx-Einheiten und 4 Elite-Bogenschützen. Da sollte auf jeden Fall was gehen, ja, denke ich schon. Ja, ja. Was hab ich gesagt? Ist ja echt ein Ding, ne? Das ist ja echt ein Ding. Befehle? Ja. Dann mach's mal folgendermaßen. Gehen wir hier hoch. Wir werden den Römer jetzt hier oben abfangen. Wir können nicht weiter. General! General! Verlasse die Armee! Befehle? General! Erwarte eure Befehle. Die schicke ich mal gerade darunter. Du kannst gleich mit den Thrakern einen Handel abschließen. Oh Leute, wir nehmen schon seit fast 40 Minuten auf. Ich muss jetzt Schluss machen mit dem Part. Also was wird im nächsten Teil kommen? Ich werde definitiv noch hier diese römische Armee und diese römische Armee aufreiben. Das zeige ich aber nicht, weil das werden nur so winzige Schlachten sein. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt mit Dodonis hier drüben direkt schon angreifen soll, weil jetzt ja die Spanier gerade hier gelandet sind und vielleicht führt das immer so ein bisschen zu Irritationen. Das Gute ist, wir haben ja noch hier unser Schiff in der Nähe und können da noch so ein bisschen mit rumfrickeln und so. Also vielleicht klappt das ganz gut für uns. Das da oben ist also Dakien, okay. Illyrien und Dalmatien gehört aber den Bruti. Ja, das sollten wir denen wirklich vielleicht abnehmen, damit die ihre Siegbedingungen nicht erfüllen können. Ne? Ja, und das werden wir auch schaffen. Das sind ja nur einfache Einheiten. Also es bleibt spannend. Die Römer haben noch, die Julier haben noch 2 Provinzen. Ansonsten besitzen wir fast ganz Gallien, die komplette Germania, also komplett Britannien. Und dehnen uns also sehr, sehr weit jetzt auch nach Osten aus. Befehle? Werden also in wahrscheinlich so 10 bis 15 Runden die Skythen besiegt haben. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier unten sind. Ja.
Vielleicht werden wir es dann auch so machen, dass wir, obwohl, ne, ich glaube, wir sind von da oben. Ich meine, da gibt es ja eine Straße, die hier runterführt. Das dauert ja nicht so ewig. Da werden wir dann hinkommen. Ja, das ist okay, das geht. Frage ist nur, wie wir dann wieder zurückkommen. Aber wahrscheinlich müssen wir dann hier mit Schiffen übers Schwarze Meer segeln. Ich sehe da eigentlich keine andere Möglichkeit. Ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Über Daumen hoch würde ich mich freuen für die epische Schlacht gegen die Römer, oder die zwei sogar, ne? Und dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.